Also ich habe sehr viel persönlichen Kontakt mit den Studierenden und mir taugt am meisten, dass man die Studierenden vom Aufnahmeverfahren bis zur Expansion begleitet. Das beinhaltet die Koordination der Studierenden, die Betreuung der Studierenden, vom Erstkontakt bis zu der Betreuung und Begleitung während ihres Studiums und der Weiterbildung. Und das macht mir auch Spaß, weil die Studierenden einfach mit anderen Fragen da bei uns sehr gut aufgekommen sind und wir immer ein offenes Ohr haben. Die Arbeit taugt mir dann vor allem, wenn ich bei der Sponsion sehe, wie die Absolventinnen und Absolventen oben am Podium stehen und stolz erhaben, dort sich präsentieren. Während dem Studium hat mich die FH Kufstein-Tirol insofern begeistert, weil es sehr familienfreundlich und eher freundschaftlich ist, der Umgang miteinander. Und habe das auch im Zuge meiner Tätigkeit dann hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter so auch empfunden und kennenlernen dürfen. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen und die Kollegialität im Allgemeinen ist ein ganz besonderer, positiver Aspekt für mich hier im Haus. Wir haben ein sehr tolles Team, wo jeder für den anderen einspringen kann. Und das macht das Arbeiten halt sehr angenehm, weil man sich auf die anderen verlassen kann. Also das ist auch das, wo man ziemlich schnell Unterstützung bekommt. Das heißt, wir machen da viel gemeinsam. Besonders viel Spaß macht, dass jeder auf einer Augenhöhe, sage ich mal, miteinander arbeitet und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Freiraum geboten wird. Das Ziel ist natürlich, die Menschen weiterzubringen, indem wir sie begeistern mit einer anspruchsvollen Lehre, aber auch einer interaktiven, einer ansprechenden Lehre. Und das machen wir im Rahmen von Praxisprojekten. Und die sind ganz, ganz bunt, wie ein Blumenstrauß. Das sind oft kleinere Praxisprojekte aus allen Bereichen, eben auch aus dem Sport und aus dem Kulturbereich. Internationalität ist für mich besonders wichtig und ich habe hier die Möglichkeit, das weiterzuführen, auf Konferenzen zu gehen, Tagungen selbst zu organisieren, also das wirklich am Leben zu halten und sogar noch zu vergrößern. Dadurch, dass die FH Kufstein-Tirol ja international angesiedelt ist, baut man viel Kontakt mit der Wirtschaft und mit der eigenen Fachbranche sozusagen auf. Das heißt, wenn ich forsche, bin ich automatisch im Austausch mit all diesen Kollegen, was dann ganz oft zu Projektideen, Kooperationen führt. Dadurch haben wir natürlich auch sehr viele Studierende aus den verschiedensten Ländern, wo eben auch dieser kulturelle Austausch wichtig ist. Wir sind komplett betrieblich digitalisiert. Das heißt, wir haben einen Tag Homeoffice in der Woche. Nichtsdestotrotz ertappe ich mich immer wieder, dass ich dann an Tagen, wo ich eigentlich Homeoffice machen könnte, trotzdem herkomme. Und nicht selten passiert es, dass wir nach der Arbeit nochmal uns in der Stadt verabreden, gemeinsam was unternehmen oder einen Ausflug zusammen planen. Das Spannende für mich an der FH Kufstein ist ihre Jugendlichkeit. Durch die neuen Strukturen ist viel möglich. Es ist ganz viel Agilität, die hier wirklich gelebt wird. Momentan bin ich gerade dabei, eigene Forschungsschwerpunkte aufzubauen. Und da gibt es sicherlich die Möglichkeit, zukünftig meine Erkenntnisse in die Lehre weiterzubringen und vielleicht auch Fuß in der Lehre zu fassen. Ich kann also Projekte anstoßen und ich kann sie dann auch durchführen. Ich kann Kooperationen anstoßen und daraus wird tatsächlich was. Und dieses Entstehen der Strukturen und das Mitbauen an diesem Haus, das von Jahr zu Jahr größer wird, ist was, was es für mich ganz besonders hier macht.